Twitch hat ja im Moment ja eine Menge getan jetzt. Also vor allem nämlich Streamer gebannt und blockiert, die ja vor allem nämlich negativ aufgefallen sind wegen nicht nur Urheberrechtsverletzung, da gab es ja was wegen einer Geschichte, aber auch wegen Sexismus, Rassismus und so weiter und so fort. Und einer der prominentesten, die gebannt wurden, ist nämlich der Streamer Dr. Disrespect gewesen. Mit bürgerlichem Namen heißt er Guy Beam. Und er wurde Ende Juni auf Twitch gebannt. Alles weg. Kanal weg. Alle, die ein Abo hinterlassen haben, haben ihr Geld zurückbekommen. Und so weiter und so fort. Und er hatte auf Twitch fast 4,5 Millionen Follower. Er unterschrieb erst im März einen Vertrag, einen Exklusivvertrag mit Twitch über mehrere Millionen Dollar. Ja, ist eine Menge Geld. Natürlich spielt das eine Rolle, selbstverständlich. Nach dem Weggang damals von Ninja und von Shroud, die ja jetzt ja eine neue Streaming-Heimat suchen. Bei Shroud weiß man es, glaube ich, aktuell nicht. Und bei Ninja sieht es eher so aus, dass er bald bei YouTube nur noch sein wird. Also da dann seine Streams dann macht. Und es gibt ja jetzt ja auch mit Trovo ja auch noch eine neue Streaming-Plattform, die so wie Twitch funktioniert. Vielleicht zieht es auch da bekannte Streamer hin. Man weiß es nicht genau. Das muss man erstmal auch noch so sehen. Dennoch ist es so, dass er ja Ende Juni jetzt nun gebannt wurde. Offenbar auch aber dann permanent. Das heißt, das ist jetzt zwei, drei Wochen her, dass er gebannt wurde. Und die Gründe sind nach wie vor unbekannt. Es gibt immer noch Spekulationen darüber, dass es entweder über eine Vertragsauflösung ging, ne? Also sprich, dass nach 3 Monaten oder 3,5 Monaten der Vertrag nun aufgelöst wurde, bis zur Theorie hin, dass er nämlich sogar angeblich in einem, also dass Dr. Disrespect angeblich in einem Verbrechen verwickelt wäre, ne? Abseits des Streams natürlich, ne? Also nicht wer online, ne? Online eine Bank, während du live streamst, eine Bank überfallen. Das wäre das Dümmste überhaupt, was du machen würdest. A, du würdest deinen Standort herausgeben. B, deinen Namen, wenn du kreativ genug bist und es nicht irgendwie mit deinem richtigen Namen verbindest. Und C, wäre es einfach nur dumm. Ganz einfach. Aber das weiß man nicht. Das sind auch Spekulationen und Gerüchte. Wie gesagt, es soll auch angeblich um Rassismus oder Sexismus sogar gehen. Irgendwie so war der nämlich der Grund, wie es natürlich hieß. Nun hat er aber nach gut 2, 3 Wochen nach seinem Bann nun endlich gesprochen. Mit PC Gamer, dem englischen PC Gamer Magazin, hat er nämlich gesprochen. Und es wurde natürlich dann auch über seinen Bann gefragt. Natürlich, klar. Das ist selbstverständlich so. Und er selbst wurde darauf angesprochen, wie gesagt. Und es hieß, er wird zurückkommen, aber nicht auf Twitch. Dr. Disrespect sagt, im Moment plant man die Rückkehr der Figur, wie die Rückkehr der Figur aussehen könnte, ist aber an einem exklusiven Vertrag interessiert. Heißt, wenn jetzt Google, also YouTube jetzt kommt und sagt, ich hätte Bock, das zu machen, beziehungsweise ich hätte Bock, bei euch zu streamen, oder es kommt, also ich glaube, bei Facebook Gaming wird er wohl nicht kommen, weil, wie gesagt, in 5 Tagen macht Mixer dicht. Das wäre noch eine Alternative gewesen für Dr. Disrespect, aber Mixer macht dicht. Oder es werden halt natürlich kleinere sagen wir mal, kleinere Stream-Plattformen sein, wie jetzt zum Beispiel DLive oder Trovo. Travo oder Tro, ich weiß auch nicht mehr, wie das Scheiß heißt. Ist mir da jetzt auch gerade wie Schnuppe. Er sagte, wir erkunden unsere Möglichkeiten und ehrlich gesagt, ich kann nicht warten, bald wieder in die Figur zu schlüpfen. Wir haben eine Menge zu tun. Wie gesagt, Möglichkeiten wären es, zum Beispiel YouTube oder Facebook, das wäre eine Möglichkeit. Andernfalls, wie gesagt, sogar der Aufbau, also neben den kleineren Streaming-Plattformen, einer eigenen Webseite, einer eigenen Streaming-Seite, dass da entsprechend, dass man sagen kann, gut, da baue ich jetzt selbst was auf, vielleicht sogar eine eigene Plattform, wo dann andere streamen können und sagen wir mal, besser behandelt werden als wie bei Twitch oder so. Das kann auch möglich sein. Man weiß es nicht. Ne? Man weiß es nicht genau. Wichtig sei ihm aber, dass die Community und sein Champions Club ihm folgen, damit er die Figur Dr. Disrespect auf die nächste Stufe heben kann. Und ob das aber auch außerhalb von Streaming so laufen könnte, das weiß man nicht.
Warum er so lange geschwiegen hat, 3 Wochen, 4 Wochen fast, der sagte dazu, er war nach seinem Twitch-Bann in einem totalen Schock, hieß es. Das wäre so, als man jeden Tag zur Arbeit gehe und plötzlich ist die Tür geschlossen. Also er vergleicht das halt wirklich. Es war anscheinend auch so richtig seine Arbeit, klar natürlich, wo auch Geld damit verdient, einen exklusiven Vertrag abgeschlossen. Man hat Millionen verdienen können. Weiß ja jetzt nicht, wie das da jetzt so aussehen wird. Und plötzlich steht man da mit nix. Das ist natürlich klar, dann ist es ein Schock. Da muss man erstmal ein paar Tage, wenn nicht sogar ein paar Wochen, 1-2 Wochen überlegen, wie man dann damit zurechtkommt und wie dann Plan B, C, D, E, F und so aussieht. Und er hätte seinen Bann auf dem Stream seines Kumpels mitbekommen. Also nicht geradeweg selbst irgendwie von Twitch persönlich oder irgendwie so, er versucht sich einzuloggen, klappt nicht, bekam eine Mail, Account gebannt, Grund, bla bla bla, darf es aber nicht nennen, sonst, ja, so Probleme. So nach dem Motto. Plötzlich konnte er bestimmte Features nicht mehr nutzen. Auf Social Media war die Hölle los und sein Team rief sogar an. Es habe dann auch eine schnelle Mail gegeben und dann war es vorbei, hieß es. Er sagte dazu, ich zitiere, das ist es, wie es am Anfang lief und von da an musst du es verdauen, aber du kriegst keine Antworten. Das war halt das, was ich hatte. Ich wusste nicht, was ich sagen konnte. Wir haben einen Tweet rausgehauen mit unserem Statement und das war's. Das war am 28. Juni. Und dieser Tweet sah folgendermaßen aus. Das kann ich mal kurz zeigen. Und zwar nämlich so, ne? Hier. Champions Club, Twitch has not notified me on the specific reason behind the decision. Firm handshakes to all of the support during the difficult times. Ne? Übersetzt. Twitch hat mich nicht über den spezifischen Grund für ihre Entscheidung informiert. Feste Handschläge für die Unterstützung in dieser schwierigen Zeit. Also hat sich da auch über den Support bedankt und so weiter und so fort. Und Twitch hat ja bisher nicht mitgeteilt, warum er gebannt wurde. Er weiß es immer noch nicht. Nach 3 Wochen. Ne? Es ist wirklich so, als wenn du, keine Ahnung, auch deinen Grund nicht erfährst, warum du von deinem Job raus, also von deinem Arbeitsplatz verlierst. Normalerweise würdest du es herausfinden, ne, beziehungsweise mitbekommen, dass es heißt, ja, es gab, ne, und so weiter, Vertrag wurde nicht verlängert, bla, etc. pp. Ne, wenn du halt einen exklusiven Vertrag bei Twitch unterschreibst, dann kannst du ihn halt auch irgendwann, ne, nicht verlängern oder irgendwie sowas. Aber wahrscheinlich geht man dann zumindest mit einem Kompromiss raus, dass du weiter auf Twitch streamen darfst, aber dann halt auch dich eher mehr an Freiheiten gewöhnen kannst oder so. Aber aus rechtlichen Gründen müsse er auch selbst vorsichtig sein mit dem, was er auch sagt. Denn es kann natürlich so vorkommen, dass er auf einmal irgendwie was anderes sagt, Twitch ihn aber dann dafür, ne, sagen wir mal, quasi an die Gurgel gehen könnte. Aber er kann sagen, dass er nicht mehr zu Twitch zurückkehren wird. Heißt für ihn einfach, das war's. Ende, Schluss, aus. Die Geschichte Dr. Disrespect, also das Kapitel Dr. Disrespect und Twitch sind vorbei. Man überlegt derweil man, rechtliche Schritte sogar gegen Twitch einzugehen. Der Mutterkonzern von Twitch ist ja der Online-Riese Amazon. Und es fiel auch vielen Beobachtern natürlich nach dem Bann von Dr. Disrespect auf, dass er sich auch in den letzten Momenten auf Sendung merkwürdig sogar verhalten habe. Dazu wurde er halt auch gefragt, das, ne, zu seinen letzten Streams auf Twitch, und laut seinen Angabe hatte das aber andere Gründe. Er habe sich da den Zustand der Welt durch den Kopf gehen lassen, sprich die Proteste wegen Polizeigewalt, Black Lives Matter, aber auch das Coronavirus, was ja auch groß auf der Agenda steht im Moment. Und er sagte dazu, ich zitiere wieder, es war einfach ein Gefühl, Mann. In genau dem Moment bin ich das im Kopf durchgegangen und habe mir gedacht, können wir diesen Trend von 2020 irgendwie aufhalten? Ich war einfach nur ehrlich im Stream. Das ist Gelegenheit, der ganze Zusammenhang. Ja, also könnte man theoretisch, ich will da jetzt auch nicht irgendwie etwas an die große Glocke hängen, könnte man natürlich meinen, es hatte vielleicht irgendwie was mit einem falschen Missverständnis zu tun, was zum Beispiel die Black Lives Matter Proteste angeht oder sogar zum Coronavirus. Man weiß es nicht genau. Wie wäre ich an der Stelle schon längst weg gewesen, was ich hier darüber berichtet habe, aber das war zumindest normal und basiert sogar auf Fakten. Also Twitch hätte da, sagen wir mal, auch schlechte Karten gehabt. Zu den ganzen Spekulationen um seine Person wollte er sich aber dann auch nicht äußern. Er sagt ihm, seine Fans wichtig. Er wolle sich konzentrieren und darauf wieder großartigen, unterhaltsamen Stoff zu liefern, wie er selbst sagte. Und wie gesagt,
Es ist halt auch nötig gewesen, geradewegs für seine Fans dieses Interview zu geben, das nämlich auch, was dahinter steckt. Und warum überhaupt der ganze, die ganze Sache mit dem Bann, da ist, wie gesagt, da bleibt weiterhin noch dann wohl die Spekulation zu sein, dass wir das wahrscheinlich irgendwann erfahren werden oder gar nicht. Ne? Andere würden es gerne wissen wollen, aber denen sollte man auch mal öfters mal sagen, du wirst nicht alles auf diesem Planeten erfahren, was unbedingt jetzt, sagen wir mal so, wichtig scheint für diese und andere Dinge. Und wie es aber dann mit seiner Streaming-Zukunft aussieht, wenn sie halt nicht wieder auf Twitch stattfindet, sondern auf Facebook oder auf Twitter streamen, genau, das ist auch mal irgendwie was Bescheuertes. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber nee. Ich mach gleich das Fenster wieder zu. Das hat echt keinen Sinn, ne? Geradewegs morgens hat das keinen Sinn. Weil, wenn ich nämlich nur diesen Krach draußen höre, dann hat das echt keinen Sinn. Naja gut, ich werde das Fenster gleich wieder zumachen. Für die, die das dann eventuellerweise sich dann nochmal nachschauen, tut's mir leid, wenn ich da, sagen wir mal, etwas zu leise bin, anstatt zu laut oder so. Tut mir sehr leid, aber ich brauche auch ein bisschen frische Luft und ein Ventilator hinten bringt keine frische Luft, sondern eher nur kühle Luft und das würde mir nicht gut tun, geradewegs auch wegen meiner Allergien und so. Was ich aber sagen wollte ist, dass er wohl keinen Exklusivvertrag weder mit YouTube noch mit Facebook eingehen wird. Woher man das weiß, der Insider Rod Slasher Breslau oder Breslau hat das schon vor 2 Tagen auf Twitter verraten. Laut seinen Quellen bei YouTube und Facebook sei man nicht in den Verhandlungen. Da ist alles still und ruhig, so wie jetzt gerade für diesen paar Sekunden. Und die logische Option wäre dann wohl auf YouTube zu wechseln, wo nämlich er ja auch schon einen YouTube-Kanal besitzt. 1,67 Abonnenten hat er dort. Also würde bedeuten, dass geradewegs die 4 Millionen, die wahrscheinlich, die er ja dann hatte, dann auf YouTube dann auch kommen, ihm dann dort ein Abo hinterlassen oder dass viele dann halt sagen, nee, auf YouTube habe ich da gar keinen Bock. Ninja, ne, ist ja klar, Tyler Bevins, Belvins, wie er ja mit bürgerlichem Namen heißt, streamt auf YouTube, hatte ja vor einer Woche seinen ersten Stream dort oder sogar vor mehr als einer Woche. Und da wird man sich halt dann natürlich auch die Frage stellen, ob und wie es dann natürlich da auch weitergeht. Aber dennoch, die große Frage ist, und das, es gibt viele da draußen wahrscheinlich, die gerne wissen wollen, warum Dr. Disrespect gebannt wurde. Ne? Wir wissen es nicht, aber was wir wissen ist, Twitch wird nicht mehr seine Streaming-Zukunft sein. Mit Twitch will er nichts mehr zu tun haben, so wie wir das wohl auch sagen tut, also sagt, ne, ich will nicht mehr auf Twitch, bla bla bla, etc. pp. Und das wird weiterhin natürlich eine große Herausforderung sein, wo er dann demnächst streamen wird. Klar ist, es gibt Alternativen, aber da muss man dann halt theoretisch echt, oder was heißt theoretisch, sondern muss man dann wirklich bei Null anfangen. Und wenn man das dann halt nicht machen will, dann muss man echt darüber nachdenken, wie es dann halt so ablaufen sollte. Ne? Das sollte man dann mal so sehen.